Vielleicht aber nicht viele verschiedene Leute kennen in meinem Job, aber man lernt Deutschland sehr gut kennen. Ja? Ich bin, wie gesagt, überall in Deutschland unterwegs und viele Regionen von Deutschland haben so, gibt viele so regionale Eigenheiten und die sind teilweise ganz witzig. Ja, ich war zum Beispiel neulich in Bayern auf Bayern-Tour und da habe ich was Witziges gelernt und zwar, wusstet ihr, dass man in Bayern so dialektbedingt zu dem Wort Mund auch Fotze sagen kann? Wirklich, ich habe mir das nicht ausgedacht. In Bayern kann man zum Mund Fotze sagen. Und wollt ihr auch wissen, wie ich das rausgefunden habe? So, vor der Show, so, da habe ich im Backstage mit der Veranstalterin Kaffee getrunken und dann hat sie so einen Schluck genommen so und dann: Ah, Felix! Ich hab mir total die Fotzen verbrannt! Ich denke mir so, was hast du? Hast du hier kleckert oder was? Und dann hat sie mir das erklärt, da meint sie, na, in Bayern kann man zum Mund auch Fotze sagen. Und ich habe ihr das nicht geglaubt, weil ich das einfach für eine sehr plumpe Anmache gehalten habe, ja. Und ich habe einen Kumpel, der ist Christoph, der ist in München aufgewachsen, ja. Und dann habe ich den halt angerufen, so, weil ich mich vergewissern wollte. Und dann habe ich gesagt so, Dicker, komische Frage. Thema Mund, Thema Fotze. Und dann hat er mir das bestätigt. Und dann habe ich gelernt, dass im Bayerischen das Wort Fotze ein vielseitig verwendbarer Terminus ist. Also Fotze heißt Mund, so eine Schlägerei kann man sagen, eine Fotzerei. So, ich hau dir eine rein, kann man sagen, ich fotz dir Ohne. Du kannst in Bayern sagen, heute dein Fotze oder ich fotz dir Ohne. Oder heute dein Fotze oder ich fotz dir Ohne, du Fotze. Wenn man sich mal mit einer Frau streitet beispielsweise. Das ist ein sehr fotzenlastiges Bundesland. Ich wusste das nicht. Ich finde es irgendwie cool, wenn Bundesländer oder Regionen irgendwie so Eigenarten haben, sowas wie Dialekte, so irgendwie Ecken und Kanten, so irgendwas, womit man arbeiten kann, ja. Es gibt ja auch so Regionen und Städte, so die sind nichts. So, es ist sowas wie Hannover, ja. So, Hannover ist wirklich ein einziger Haufen Irrelevanz. Hannover ist nichts. So, wenn du jemanden aus Hannover fragst, so, Dicker, was ist das Coolste an Hannover, dann wird er dir sagen, naja, wir sprechen hier einwandfreies Hochdeutsch. Ich denke so, was für ein langweiliger Skill ist das denn? So, als wenn du jemanden beeindrucken willst mit, ja, ich atme auch und wir sprechen hier perfektes Hochdeutsch. Guten Tag, mein Name ist Leon, das ist meine Mutter Leon, das ist meine Tochter Leon. Wir besitzen ein Aquarium mit 4 Fischen drin. Einer ist rot, 3 sind gelb, das finden wir schön. Das ist Hannover, ey. Selbst die Ausländer sprechen Hochdeutsch in Hannover. Geben Sie mir sofort die Handy oder ich steche Sie ab. Ich will nicht sagen, dass alle Ausländer kriminell sind. Aber doch, eigentlich will ich genau das sagen. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein Tick von mir, ne? Dialekte, Stimmen nachmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch so eine halbe Schizophrenie. Ha, wie viele sind wir denn heute? Hallo, ab zum Qualenfischen. Das ist immer ganz... Patrick, da sind wir wieder. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und ich finde auch, jeder Dialekt hat eigentlich so eine eigene Emotionalität in sich. Wenn ich einfach rumfrotzeln will, geht das perfekt auf Berlinerisch. Da stehst du einfach da und sagst, was kann ich denn dafür, dass dein Leben im Arsch ist? Ganz im Ernst, wenn du es nicht mehr schaffst, legst du dich halt auf die Gleise, mach tut, tut und jut. Vorbei. Oder wenn ich so ein Schnäppchen schlage, ne? Da kommt der Schwabe durch, da kommt der Schwabe. Ist wirklich, ah, habe das Teil jetzt wirklich um ganze 50% günstiger gekriegt, da fallen mir glatte Spätzle ab. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn so jegliche Liebe aus mir weicht, wirklich, wenn nichts mehr bleibt, dann ist der letzte Dialekt, der doch geht, Wienerisch. Wienerisch ist der Endgegner-Dialekt. Da kannst du einfach da stehen, du hast jegliche Absolution, alles zu sagen. Kannst du einfach da stehen und sagen, also letztens hat es bei mir in der Haustür geklingelt, stand meine beste Freundin da, war ganz verheilt, hat gesagt, sie hat alles verloren. Haus, Auto, Schiff. Wirklich alles. Hat gefragt, ob sie vorübergehend bei mir wohnen darf.
habe ich sie natürlich direkt vom Grundstück jagen lassen. Jetzt ist sie obdachlos. Schlimm. In Wien sagt man ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Grüß dich, Jung. Grüß dich, Henning. Wo soll es heute hingehen? Falsch. Wo soll et hück hingehen? Ah. Wo soll es hück hin? Et hück. Wo soll et hück hingehen? Wo soll et hück hingehen? Jawohl. Gut. Komm, hilf Jas. Übrigens, das tut mir leid, dass wir das hier so improvisiert machen müssen. Aber weißt du, in der Session ist unser Terminkalender dermaßen voll. Du bist überhaupt kein Problem, Henning. Im Gegenteil, ich bin ja froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Na? Ich kann sie nicht verstanden, Herr Pastewka. Ach so, ich wohl sage. Sare. Okay, im Kölschen ist normalerweise das G ein J, aber bei Sare ist das G, also das J, ist dann ein R. Sare. Ich wohl sage. Nicht wult. Ich wollt. Ich wollt, Sare, das ist überhaupt kein Problem, Henning. Ich bin ja froh, dass du dir, die Zeit, die Zick nimmst, mir das Kölsch beizubringen. Nee. Ganz falsch. Ja, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Jung, pass op. Wat? Ja, da, der Zebrastreifen. Ich schaue tatsächlich auch Serien im Original. Einfach, weil ich finde, dass deutsche Synchros extrem unauthentisch klingen. Die klingen alle wie Jan van Weide. Das ist einfach... Sieh, was ich meine? Und so im Original, ja, da nutzen die auch Akzente, auch inhaltlich. Ne? Das macht ja auch Sinn. I'm Jon Snow, I'm the King of the North. The North remembers. So, die glaube ich, du redest wie ein Irish Pub. Ja? Und auf Deutsch, ich bin Jon Schnee, König des Nordens. Digga, dann red auch so, oder? Das heißt, moin moin. Ich bin Jon Schnee. König des Nordens, ja, ich merke schon, wie eine steife Brise, ne? Ich glaube, der Winter naht. Kommen schon die weißen Wattwanderer da hinten, arr! Ja, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Herr der Ringe, ja, weil man hat verschiedene Völker und die reden alle Hochdeutsch. Macht ja keinen Sinn, ne? Die müssen Akzente reden, ja? So die Hobbits zum Beispiel sind nicht aus Mittelerde, sie sind aus Mittelfranken. Freilich, sagt doch schon der Name, oder? Bilbo Beutlin? Ja, wenn das kein Frank ist, weiß ich auch nicht. Sagt zum Frodo, ganz ehrlich, bist du blöd oder was? Wieso läufst du den ganzen Weg? Nimm halt einfach von einem Spitzi Gandalf, nimmst du so einen Adler, fliegst rüber zu dem Berg, wirst den Ring dann rein bis zum Mittag wieder da. Das ist fränkisch, pragmatisch. Wen gibt's noch? Ach so, Legolas, ne? Hier die Elben, wunderschöne Parkanlagen, tolle Immobilien. Münchner? Ja, klar. Der Legolas mit seinen langen Haaren sieht doch schon aus wie so ein BWL Maximilian, oder? Leute, haben jetzt eine Zweitwohnung gekauft, drüben in Gondor, super schöne Lage direkt am Hang. Ja, ihr müsst jetzt investieren, weil die Welt ist im Wandel. Klar, und ob es bei euch auch so schön ist in Mordor, ne, wie bei uns? I doubt it. Geringverdiener. Wen gibt's noch? Ach so, hinterm schwarzen Tor. Hinter der Mauer. Na, da war die Welt auch nur in Ordnung, als dann die irgendwelche Hobbits rumgelaufen sind. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Klauen uns die Ringe. Danke, Gandalf. Sieben Gietchen. Das ist Teddy Techtelbrand. Und wir haben ein Spiel vorbereitet, das heißt, hey, find out which dialect I'm talking, speaking. What's that? United Native Speaker or not? No. Sometimes. Sag es mal auf Deutsch, ich wusste nicht, dass... Nee, we do it for our international guests. Exactly. Everywhere in the world. And the dialect you will listen to right now, yeah, is one of a kind. Yes. Kann ich mir mal Wurstbrot schmieren? Ich lese das jetzt vor. Jetzt musst du sagen, okay, was ich gesagt habe. Achso. Also ich sag's nochmal. Kann ich mir mal Wurstbrot schmieren? Das ist Deutsch? Das ist Deutsch. Das ist Deutsch? Ja. Ich gebe den Tipp. Ich glaube, du hast Durst. Ja. Okay. Fast. Genau. Fast. Ich habe Durst und? Noch mehr Durst. Und noch? Was anderes? Du musst auf... Dir ist schlecht? Mhm. Fast.
Gib mir, ich, okay, warte, zeig mir noch mal ein bisschen. Zeig's noch mal anders. Okay. Ja? Du bist ein Tiger. Nee? Konzentrier dich bitte. Okay. Das Ding, ja? Guck mal. Zorn, Zorn. Ach, der ist sauer? Dein Bauch ist sauer, sauer, weil du was Falsches gegessen hast. Guck noch mal. Nee, ja, okay, aber weißt du was, bei uns zu Hause, wenn du den Kühlschrank anguckst, ist das die Tiefkühltruhe. Also kannst du greifst in die Tiefkühltruhe, also du nimmst jetzt keine, weiß ich, was das Problem verstehst ist. Genau, du das gedacht, war, ja. Warte. Genau, okay, jetzt sag nee, da, okay, Hunger. Durst und Hunger. Ja. Okay, zugemacht. Zugemacht. Du sagst, kannst du... Kannst du mir mal... Also E-Mol leitet sich ab von Emoji. Also es ist, von dem Emoji. Von dem kannst du mir einmal? Einmal, also einmal. Ein Emoji, ja. Ein Emoji. Schmieren. Kannst du mir ein Emoji schmieren? Genau. Genau. So, gehen wir zum nächsten. Okay, gehen wir zum nächsten. Schläbe? Schläbe? Schläbe ich? Ah, Schlotzer. Ah, Slabbe. Ach, hier ist es. Slabbe. Ja. Ah, Slabbe. Slabbe. Slabbe ich koi Schlotzer. Das wird nicht gesprochen. Nee, Slabbe. Ja. Achso, aber du weißt, was das heißt? Ja. Was ist das denn für ein Dialekt? Also ich würde sagen Schwäbisch. Schwäbisch und das? Schwäbisch. Und das? Schwäbisch und das? Kannst du nicht. Schwäbisch. Nein, also okay. Slabbe ich koi Schlotzer. Ja. Ja, habe ich gut gesagt? Ja. Schläbe. Slabe. 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 Ich. 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 Koi. Koi. Schlotzer. Schlotzer. Koi. Koi. Fisch. Wieder Fisch. Das Koi ist die Assoziation, die ich habe, weil ich komme ja aus Hamburg. Koi, Karpfen, Fisch, Schlotzer. Am Wasser leben und so. Ich weiß. Genau. Ich weiß nicht, was Schlotzer ist. Schlotzer. Lutscher. Lutscher? Das Leben ist ein Lutscher. Kein. Das Leben ist kein Lutscher. Kein Lutscher. Wer sagt denn sowas? Ja, wir Schwaben. Ihr sagt, das Leben ist kein Lutscher? Ja. In Hamburg sagen wir, das Leben ist kein Kindergeburtstag. Ja, ist ähnlich. Ist ja wie ein Lutscher. Ist ja wie ein Lutscher. Wie würde das heißen, das Leben ist kein Kindergeburtstag auf Schwäbisch? Das Leben ist kein Kindergeburtstag. Ey, das war jetzt super. Super Dialekt. Warte, ich würde sagen, das Leben ist kein Kinderputztag. Kinderputztag. Würde ich sagen. Putztag finde ich viel besser. Ja. Finde ich echt sympathisch. Das Leben ist kein Putztag.